So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider Hogwarts Ruinen Teil 2 Version 2. Wie ihr sehen könnt, ja, wir haben schon eine Weile gespielt und ihr wart ja auch alle ein bisschen dabei, mehr oder weniger. Denn die Folge wurde bereits ausgestrahlt, nur dummerweise verlief sie gegen Ende dann doch nicht mehr so synchron wie geplant. Und das konnte man im Nachhinein auch nicht mehr fixen. Das Problem liegt irgendwo, ich kann das nicht mal beschreiben. Ja, ich kann es erörtern und in irgendeine Richtung schieben und sagen, es liegt vielleicht daran, dass der Ladebildschirm bzw. Abspeicherbildschirm nicht so freundlich mit Fraps ist und deswegen währenddessen kurz ein Standbild herrscht, anstatt einfach durchgehend Frames von diesem Bild zu senden. Das ist zumindest eine meiner nicht allzu plausiblen Lösungsansätze, zu denen ich ja erstmal das Problem rausfinden muss. Bis es soweit ist und ich weiß, warum. Moment, da sterbe ich jetzt, ne? Guck mal, ich wusste das schon vorher, weil ich, ja, einfach nur dumm bin und das deswegen zweimal mache. Wir haben dieses Level bereits einmal abgeschlossen. Ich werde jetzt das Ganze trotzdem nochmal spielen, weil wir, ganz ehrlich, ich kann euch das nicht zumuten, dass ihr euch das anhört, während die Tonspur einfach wo komplett anders ist als die Bildspur. Und das war super, Lara. Jetzt hast du so viel mehr Leben als vorher. Um es halt kurz zu fassen, ich mache das Ganze hier nochmal. Folge 2 alt existiert noch, ist als privat geschaltetes Video für alle, die einen Kommentar geschrieben haben und mir geschrieben haben, noch erhältlich. Ach, wie schön. Allerdings werde ich das soweit auch belassen. So wie es aussieht, mache ich sowieso die gleichen dummen Fehler wie das letzte Mal. Werde jetzt allerdings abspeichern und vorher einmal kurz das hier machen. Peng! Jetzt wisst ihr, dass das Spiel synchronisiert ist mit dem momentanen Bildton. Ihr wisst schon, meine Sprache und alles ist mittlerweile ineinander synchronisiert. Was mache ich hier drüben? Ist doch ziemlich sinnlos. Ja, mhm. Allerdings kann ich jetzt überprüfen, ob wir immer noch synchron sind, indem ich zuerst einmal hier das hier lade. Und jetzt noch einmal Peng mache. Jetzt war das Schnipsen ein bisschen hinterher. Also in Wirklichkeit. Aber im Grunde macht das nichts. Es scheint schon alles ganz okay zu sein. So wie es ist, ist's toll und wir begeben uns auf in gefährlichere Welten. Auch zunächst einmal, ich bin schon wieder falsch. Ich muss da runter. Und um genau zu sein, muss ich jetzt, glaube ich, diesen Schalter drücken. Nein, den rechten. Der jetzt auch frei geworden ist. Dich, mein guter Freund, Hebelitius, du wirst nun gedrückt vom Betetigus Maximus, auch bekannt als Lara Croft, Sammlerin der Medipacks. Wir speichern nochmal. Habe ich gespeichert? Nein. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Noch ein kleiner Peng-Test, um zu sehen, ob das Ganze noch synchron ist. Ich sehe schon, es hat sich oben etwas geöffnet. Und ihr seht schon, ich weiß schon, da unten wird sich ebenfalls etwas öffnen. Kann ich dich jetzt betätigen? Nein, du bist immer noch tödlich. Gut, das habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht ausgetestet. Ja, das ist ganz toll. Es sind einfach zwei unterschiedliche Speichermenüs, die sich unabhängig voneinander aktualisieren. Und auch unabhängig voneinander die Speicherstände, also diese Festhaltemarke, wo wir uns gerade befinden, verschieben. Das ist so klasse. Und dazu kommen diese schönen Schwerter. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein dummes Skelett. Eine neue Seite ist in unserem Tagebuch hinzugefügt. Es kann auch sein, dass das Tagebuch... Ja, nein, sie will das jetzt nicht lesen. Da vorne ist nämlich ein Skelett. Und hier ist ein Medipack. Skelett, sei bitte mehr wie das Medipack. Weißt du, das Medipack kann ich leiden. Dich nicht. So, davon ist ein Hebel. Ich muss das Skelett jetzt ein bisschen hin und her lotsen, damit es... Aua, wie kommt das so schnell dahin? Das hat ja richtig in uns hineingestochen und blieb dann stecken. Nein, nicht diesen Safe. Bis ich das gebacken krieg, ist das Let's Play vorbei. So. Hier unten hat sich nichts getan, wir müssen nach oben. Okay, Leute, ich speichere ab jetzt wieder ganz, ganz, ganz viel. Das habe ich euch jetzt ganz, ganz, ganz toll versprochen. Weil ich ganz, ganz lieb bin. Und ganz, ganz mag. Ich mag Gänse. So.
Moment, was muss ich jetzt machen? Ja, ist richtig. Ich wollte nicht schon wieder nach da hinten laufen, bevor ich da eigentlich hin muss. Diesmal lesen wir das Tagebuch. Komm schon, Lara, bitte. No, no. Relikte der Gründer. Founder, ja doch, Gründer. Nicht gefunden. Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin und Godric Gryffindor. Die kennen wir. Das sind die Namen der vier Gründer von Hogwarts. Der Schule von, was? Which hide a relic of each? Der Schule, von wessen sich in der Schule ein Relikt versteckt. Sie zu kombinieren, würde eines der zwei großen Geheimnisse der Schule lösen. Das ist schön. Es ist vor allem schön, dass ich das so gut übersetzen konnte. Das ist nämlich ein sehr seltsam geschriebener Satz. Der hat das Ganze so mit aktiv-passiv oder sonst was vertauscht und verdreht. Wer benutzt denn so Satzbau im Englischen? Wer fängt vor allem einen englischen Satz mit to an? Das machen nur die Deutschen. To or not to be. Zu sein oder nicht zu sein. Nein, nein, nein. Wir sind schon wieder in dieser bösen Position. Ich nehme ein kleines Midi-Pack. Und beginne mit der Vollendung meines Plans. Dieses Stück Stein, gemacht aus leckerer Waldmeisterbrause, an seinen ursprünglichen Platz zu bringen. Und ich frage mich, wie ich dieses gottverdammte Skelett loswerden soll. Ja, wenn jemand eine Idee hat, wo ich denn schon eine Schrotflinte vergessen haben sollte. Oh Gott, geh aus mir raus. Der darf mir das gerne schreiben. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding hinter mir soll. Ein Gestell aus Calcium und Magnesium und Kohlenstoff, das sich leider nicht von mir abwenden lässt. Ein bisschen böse ist es auch und ein bisschen heiße Luft wird auch an ihm dran sein. An was habe ich mich gerade verletzt? Ich bin dummerweise an die Luft gekommen, die in den Stacheln ist. Mensch, hört doch auf, mir weh zu tun. Jetzt warten wir, bis das Skelett hier oben ist und dann gehen wir wieder runter und machen das da drüben rein. Oder vielleicht speichere ich auch nochmal. Jetzt wissen wir gleich endgültig, peng, ob es dadurch asynchron wird. Wenn ja, dann dürfte ich theoretisch nicht mehr speichern. Ich lasse diese Folge dann so amüsant asynchron. Und breche dieses Spiel dann ab, dann ohne speichern zu können. Ich könnte jetzt höchstens noch rausfinden, ob ich über den Quicksave-Slot in ein anderes Speichermenü komme. Und dieses dumme Skelett hat mich schon wieder gehauen. Ich werde hier zutiefst gemobbt und kann nichts dagegen tun, denn ich habe... Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass es etwas Schlimmeres als Kistenrätsel gibt. Kistenrätsel, während man von Skeletten verschlagen wird. Ich habe etwas geöffnet. Das ist schön. So, zuerst mal ein bisschen sprinten. Unser Stamina-Balken ist lila. Okay, wir sind durch. Peng. Wir sind im großen Treppengang. Treppenhaus. Scheiße. Wir sind in Hogwarts. Unglaublich. Ist das da vorne Hermine? Schaut mal. Wasser? Da vorne befinden sich... Ich bin tot. Oh, Piranhas, wie schön. Boah, da sehen wir auch gleich ein bisschen was aus dem Inneren. Wir laden natürlich hier wieder. Oh, ich hab nicht. Na gut. Dann speichern wir dieses Mal vielleicht, wenn wir innen drinne sind. Damit wir auch alle sagen können. Oh, Moment mal. Ich konnte noch zweimal springen. Vielleicht kann ich jetzt den mittleren Hebel drücken. Ich muss es ausprobieren, denn vielleicht versteckt sich ein Geheimnis da drin. Und ich muss sagen, ich bin fürchterlich schrecklich darin geworden, Geheimnisse zu finden. Hör doch bitte auf, mich zu hauen. Nein, jetzt lass mich das doch austesten, du dummes Calciumgerüst aus Calcium. Und ich hab dich schon so beleidigt, ich kann das nicht nochmal bringen. Bitte, bitte, bitte. Nein, auch diesmal sterben wir. Das bedeutet, es gibt kein Secret mehr, das uns nicht verborgen blieb. Außer wir sind wahnsinnig schlecht. Guck mal, hier hat sich das noch nicht mal aktualisiert. Bis jetzt. Auch das war nicht der aktuelle Speicherpunkt. Doch war es. Im Menü stand hier dummerweise die 12 und nicht die 13 als Ladenummer. Deswegen hat mich das verwirrt. Aber ich verwirre euch ja sowieso viel mehr. Stellt euch vor, das ist asynchron wieder. Könnt ihr gar nicht sehen, worauf ich zeige. Wir befinden uns wieder hier. Hogwarts.
Die Schule für Zauberei und Hexerei. Ich bin beeindruckt. Hier hat sich jemand Mühe gegeben. Und wir sind schon gleich dabei. Wir ziehen an diesem schönen Seil. Denn wir wissen, Seile verändern Menschen. Die Treppe war vorher nicht so, oder? Wir kennen das alle noch aus unserer Zeit, aus Hogwarts. Ihr wisst bestimmt, die Treppen verändern sich. Naja, so wie es ihnen halt gefällt. Was ist hier drüben? Okay. Scheint, als ob ich hier noch nicht hin muss. Ich habe noch nichts, was ich da in die Wand einstecken kann. Sah wie ein Schlüsselbereich aus. Haha, ein Schlüsselbereich. Und jetzt gehen wir vielleicht diese Treppe nach oben. Denn sie ist schön. Ein Medipack. Wisst ihr, dass ich jetzt gerade keine Lust habe, in diesem Bereich weiterzulaufen, weil sich hier schon wieder ein Skelett verbirgt? Springen wir mal hier rüber. Nichts, okay. Auch nichts muss mal passieren. Oh, oh, weg von den Piranhas. Ich muss nicht weiter unnötig Leben verlieren. Ich finde es übrigens schön gemacht, das Objekt. Gerade die Treppe, dass man da seitlich nicht hochkommt. Und an der anderen Seite schon. Das ist doch recht witzig. Oh, Moment, du kommst jetzt hier nicht durch, weil das hier eingebrochen ist. Das ist schön. Was ist das denn? Geil, da sind schon wieder die Figuren. Und eine Tür. Habe ich gerade einen Hund gehört? Ich habe einen Hund gehört. Nochmal abspeichern. Wir sind in Flitwicks Klassenzimmer. Oh nein. Peng. Wie ihr sehen könnt, Geister. Wunderschön. Ich konnte die Dinger schon immer leiden. Das Einzige, was ich noch mehr hasse als Skelette, sind diese weißen Geister. Vielleicht können wir den ja auch irgendwo vertreiben. Was gibt's hier oben Schönes? Brennendes Feuer. Ich habe noch nie brennendes Feuer gesehen, das ist das erste Mal. Ein Schlüssel brennt da drin, Fackeln und diese Statue. Konnte man die verschieben? Nee. Du wirst von alleine anscheinend ist der Geist gerade kaputt gegangen. Das ist eigentlich wert, mal abzuspeichern. Synchronchest. Peng. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Gehen wir mal hier rüber. Oh, da hat jemand gesehen, dass das... dass ich böse Absichten hatte und hat uns deswegen den Weg auf Gemeinstes nicht gewährt. So ist gut. Gehen wir in die Haupthalle, nehme ich mal an. Oh, tatsächlich ein Hund. Die Eingangshalle. Natürlich erstmal die zwei Magiehunde des lebenden Todes. Ach, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, dass da jetzt Hunde rumlaufen. Aber geh doch weg von dem Skelett, das will doch gar nichts von dir. So. Wir sind in der Eingangshalle, wir besiegen Hunde, die doch ziemlich stark zu sein scheinen, denn sie machen uns Schaden. Da liegt ein Medipack, das möchte ich sehr bald benutzen. Vorher jedoch ein paar Frohlig an diese Hunde verteilen. Frohlig aus Blei. Frohlig, das mit was weiß ich wie viel Kilojoule in ihre Körper prellt. Denn nur so schmeckt Frohlig. Wunderbar, so wird es am schnellsten verdaut. Seht, wie schnell dieser Hund nun mit seinem Leben abgeschlossen hat. Denn er merkt, mit dem neuen Frohlig aus Blei, Kaliber 008, hat er, naja, alles, was er zum Leben benötigt. Und so. Schluss mit der makabren Werbung. Wir haben ein bisschen, Midi-Pack. Und noch ein bisschen mehr, keine Ahnung, was jetzt passiert. Hogwarts. Draco, was steht da? Kann jemand Latein? Ich denke, das ist Latein. Draco dormiens nunquam titillandos. Titillandos. Ich weiß nicht mehr die Aussprache. Bitte geh auf. Bitte geh von alleine auf. Oh Mann. Oh, ich sehe, das wird ein sehr schweres Rätsel. Das müssen wir in der nächsten Folge lösen. Ich werde bestimmt nicht... Es hat jetzt einfach zeitbedingt Gründe. Natürlich könnte ich das noch lösen. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich nehme euch und schiebe euch darüber und dann öffnet ihr Sachen. Und hier ist eine Tür. Oh, da schauen wir noch rein. Aber wir laufen nicht hinein.
Das hätte ich mir, glaube ich, auch sparen können. Ja, gut, in dem Sinne sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Hogwarts Ruinen. So sehr sieht das hier gar nicht nach einer Ruine aus. Bis zum nächsten Mal, euer Crash.